Riecht ihr das auch? Ich rieche hier irgendwo ein Treasure! Freunde, willkommen zurück zu unserem kleinen Schatzsuchjagdspielchen. Wir sind im Winterteil und sollen zur kühlen Kuppe gehen. Denn seit mehreren Folgen möchte das Katzbeiger, dass wir uns hier hinbegeben und ein paar Erledigungen machen. Ich glaube, da gibt es einen großen Kampf oder sowas. Habe ich irgendwie so verstanden? Aua! Das ist so eng und die Kamera zoomt so weit rein aus irgendeinem Grund. Arr. Oh, da ist noch einer. Oh. Da ist ja noch einer von denen. Sind die wirklich so stark oder warum seid ihr schon wieder so low? Hier, kriegt ihr ein bisschen Healing. Wenn wir sowieso gleich angeblich einen Mini-Boss-Kampf haben, dann sollten wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen aufpäppeln dafür. So, ich glaube. Ja, tatsächlich. Man sieht es auf der Map. Hier geht's hoch. Obwohl die Textur ein bisschen komisch aussieht hier, aber. Ja, hier geht es hoch. Und hier ist ein Actual Treasure, also ein richtiges. Wie ich sehe. Oh. 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 Wo geht das denn hier lang? Also hier sollen wir ja eigentlich nicht hin zu dünnes Ende. Der Ort heißt einfach dünnes Ende. Aber ich will wissen, was für ein Ende sich hier befindet. Sehr interessant. Gletscher-Golems sind in einem sehr hohen Level. Generell alle Gegner hier sind ziemlich hohen Level. Zwar noch nicht auf unserem, weil wir ja schon so viel gefarmt haben, so viel gegrindet haben. Nicht wirklich, aber ja. Bisschen halt. Oh, Medaille. Nehmen wir mit. Und wo ist denn jetzt das Treasure? Ihr ruft schon seit 20 Minuten, hier ist ein Treasure. Wo ist es denn? Komm, gib mal eins. Gib mal ein Treasure. Komm schon. Du weißt doch, du willst mir eins geben. Das ist ja doch bestimmt in der Ecke. Genau hier. Genau hier. Okay, schade. Das muss hier doch irgendwo sein. Ah, sieh mal einer an. Hab ich dich. Hä, was ist da unten? Ist das der Ort, wo wir hin sollen? Kann man oben auf dem Berg, auf der Bergspitze irgendwie nach unten gelangen? In so ein Loch oder so? Okay, ich weiß nicht, was ich da gesammelt habe. Cool. Ja komm, hauen wir ab. Ich wollte eh nur kurz gucken, was es hier ist und ob es den Schatz gibt. Ja, hier ist halt so ein ganz, ganz kleines Gebiet. Hier gibt es eigentlich nichts. Das ist ein ganz kleiner Waldgebiet. Den Silberschatz, den kann ich konkret ignorieren. Ach, hier ist noch ein Schatz. Oh. Das war also nicht die gleiche Fährte. So, und du bist auch nicht der gleiche Gletschgeier. Aua. Wieso bist du so low auf einmal? Ah. Ja, der liegt das schon. Der kriegt das schon hin. Na komm, killt ihn jetzt. Kriegt ihr das nicht hin? Daneben. Ernsthaft. Muss ich nachhelfen? Ja, okay, Leo hat's gemacht. Leo, ich glaube, du brauchst auch ein bisschen hier. Blip, blip. Sehr gut. Oh, Zahnhieber, glaube ich, auch. Blip. Hier ist irgendwo ein Schatz. Wo denn? Über mir. Okay, dann werden wir da eher gleich hinkommen. Komme ich hier hin? Nee, muss ich ein Schatten für sein. Ah. Doof. Doof, doof, doof. Aber es ist generell in diesem Gebiet so, dass wenn du hier einen Schatten hast, dass du hier in viele kleine Bereiche reinkommst. Und das vermutlich sehr wertvoll sein kann. Ja, okay. Der Silberschatz liegt gerade direkt vor mir. Und ich habe nicht so viele Schätze bisher eingesammelt. Meinetwegen nehme ich den auch noch mit. Ausnahmsweise. Das wird keine Regelmäßigkeit hier. Nicht mehr. Oh, ein Schwert. Oh, ein schönes Schwert. So. Wir sind angekommen. Hier soll ein Gegner sein, ja? Er soll sich uns stellen. Sofort. Du bist es nicht, oder? Todesprinz? Nein. Soulette bestimmt auch nicht. So, wir haben unser Zielort erreicht. Navi sagt schon gar nichts mehr. Aber erstmal sind die hier weg. Da ist doch keiner. Schlag ins Nichts. Bam. Du auch? Du auch. Vollheilung? Das geht gar nicht. Wo ist er hin? Da hinten. Boah, der war nice. Der Angriff war nice. Okay. Hier vorne. Ja. Hier vorne irgendwo. Wo denn? Da! Yay! Einfach so ein Schatz.
Aber wir was übersehen? Wir sind doch am Zielpunkt angekommen. Oder müssen wir an den Baum heran? Also wirklich so ganz nah ran. Wir waren ja jetzt nur außen rum. Das ist ein krasses Schwert. Dun, dun. Ja, schauen wir mal. Oh, oder auch nicht. Oh, ein schleimfach toller Schmatz. Nein. Bloß nicht. Ey, was will der von mir? Es reicht. Einfach allemal ist genug. Ihr habt jetzt mit mir zu tun bekommen. Und glaubt mir, das mit mir zu tun ist nicht schön. Das klingt komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Yeah. Angriff. Oh, Leo war schon wieder hier. Immer das Gleiche mit euch. Und Medaille. Süßer Schleim-Medaille. Warum auch immer die so geleuchtet hat. Okay, ich bin angekommen am Baum, der sehr verpixelt aussieht. Was gibt's hier? Kann ich hier hoch? So, zum Teil kann ich hier hoch. Oh, das ist ja cool, die Textur hier. Von dem Splitter alleine. Nur das ist cool. Das ist so reflektiert. Und alles. Ja, wo ist denn jetzt der Gegner? Weil wir könnten ruhig hier ein bisschen leveln, weil die sind auf unserem Level, die Gegner hier, aber... Weiß nicht, ob das sein muss. Hier ist auch ein Silberschatz. Ja, meinetwegen. Oh, hohoho, hohoho. Ich habe was übersehen beim dünnen Ende. Ja. Nee, eigentlich nicht. Sieht aus wie Mist. Oh Gott. Krieg ich das? Soll ich weiter runter? Das war doch! Weil ich, wenn ich springe? Oder näher rankomme? Och bitte, ich will jetzt wirklich hier nicht runter. Weil ich weiß nicht, ob ich auch wieder hochkomme. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, hab's bekommen. Oh, ich hab gekämpft? Oh, und wie ihr gekämpft habt. Oh mein Gott, ihr seid ja fast tot. Hey, stopp, Controller, bitte, jetzt. Klemm. Du auch noch. Ihr habt Glück, dass ich eingekauft habe mit den Dingern. Okay. Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen außen rum. Vielleicht finden wir dann den Punkt, wo wir hin sollen. Weil ich denke mal nicht, dass diese... Warte mal, haben wir schon? Nee. Hä? Wir sollen gar nicht außen rum. Wir sollen direkt da vorne. Okay. Vielleicht ist wirklich einfach einer von diesen Todesprinzen gemeint. Das ist aber komisch. Warum sind denn die anderen hier normale Gegner, aber der eine, der aussieht wie normaler Gegner, der ist krasser? Nee, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Und die sind auch vor allem auch so viele von denen. Okay, halt, stopp, warte mal. Gehen wir nochmal zurück. Wir haben bestimmt irgendwas nicht ganz verstanden. Denn hier vorne... Ich gucke auf das Minimap, jetzt ist es wieder weg, aber ich glaube, dass es genau hier ist. Genau hier war es. Hier ist kein Gegner. Hier war auch ein Schatz. Oder ist vielleicht was anderes gemeint? Direkt über uns oder direkt unter uns? Wie kommt... Hm? Hier ist nichts. Hä? Spiel! Ich glaube, du hast vergessen, mir einen Gegner zu spawnen. Hey, jetzt mal ohne Witz, was ist denn da los? Warte. Missionen. Schauen wir uns das mal genauer an. Und zwar bei Abenteuermission von Katzbalga. Besiege den Chaos-Kommandanten. Aha. Okay. Suchen wir mal nach dem. Vielleicht ist er hier irgendwo im Verstecken. Das kann sein. Vielleicht versteckt er sich einfach irgendwo. Ein Gegner mit so einem seltsamen Namen. Und hier ist wieder so ein Silberschatz. Obwohl, nein. Komm, nimm ihn nicht mit. Ich habe schon zwei mitgenommen. Das muss reichen. Metallkönigsschleim! Das ist selten, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Boom. Oder nimm die Schwächeren. Die machen ja gar keinen Unterschied. Weil ich eh nur einen Schaden mache. Oh, das habe ich nicht gecheckt. Oh, Mist. Auf jeden Fall Angriff. Wenn wir den im Team bekommen könnten, wäre auch nicht schlecht.
Pack mal ein paar. Oh nein, was ist passiert? Oh nein, oh nein. Ihr seid alle down gegangen. Warum? Ah! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind alle tot. Dammit, sind alle gestorben gerade. Hä, warum er jetzt schneller aufzuheben als ihr? Und du? So, du warst im Schatz. Ja, toll. Warum habe ich Leo so schnell aufgehoben und die anderen beiden dauern so lange? Ist das, hängt das davon ab, wie viele auf dem Boden liegen? Der erste auf dem Boden liegt bei drei Leuten, der wird super schnell aufgehoben? Oder wie ist das? Bin mir da nicht so genau sicher, wie das funktioniert, aber okay. Ich habe schon gehört, dass ein Gegner uns dicht auf den Fersen ist, mal wieder. Also sollten wir versuchen, uns zu beeilen. Oh Mann. Ja, Gang ist nearby. Ich hab's doch verstanden, Spiel. Ja, ihr habt doch einen Schatz gefunden. Okay, ist doch gut, Mann. Es ist gut. Okay. Hör auf zu springen. Ach, du bist doch so ein Vollidiot. Hä? Die sind verbuggt. Jetzt nicht mehr. Die waren gerade verbuggt. Schauen wir uns weiter um. Es muss hier irgendwo die Antwort auf unsere Frage sein. Und schau mal, wie viele Silberschätze hier sind. Warum habe ich den einen mitgenommen? Oder die zwei sogar? Oh nein. Hey, ist kein Boss. Wo zur Hölle soll hier ein Boss sein? Hä? Hm? Hier ist auch nichts? Weil ich hier alle besiegen in diesem Gebiet? Was anderes würde mir halt wirklich nicht einfallen. Kämpfe nochmal gegen den Todesprinzen und dann aufpassen, weil da kommt direkt noch der nächste Rivalentrupp, der gegen uns fighten will, leider. Was hast du denn gedroppt? Schatzkarte. Oh. Nett. Okay. Oder respawnen die immer? Ich glaube nicht. Großes Team. Ich bin der grüne Rächer, Anführer der... Okay. Oha. Die sind alle vergoldet. Oh mein Gott, Alter, der Level. Nein. Ich muss meinen Flügel benutzen. Ja. Ich benutze Flügel. Schnell weg hier. Ist das ein Bug, dass hier kein Boss war, oder? Ich muss auch mal schauen. Das war jetzt richtig weird. Ich habe jetzt einen Boss erwartet. Bosskampf. Aber stattdessen... Habe ich jetzt überall umgeschaut im Winterteil. Wow, ein Tisch. Tisch der Entscheidung. 270k, was wie? Ein Tisch, an dem einst ein junger Mann saß und eine Entscheidung über die Liebe seines Lebens traf. Definitiv nicht ich. Brückenstück. 40k, ein Stück der Brücke, die Archibald Tegt baute, um Endor mit Bruckstätten zu verbinden. Und was ist das denn für ein Coolio? Statue von Psaro. Fast eine Million, die Statue eines talentierten Kriegers, der unglücklicherweise einen tiefen Hass gegen die Menschheit hegte. Okay, kann ich verstehen. Understandable, relatable. Statue eines Schrottsammlers, 750k. Die Statue eines blaublütigen Burgbewohners, dessen größte Leidenschaft das Sammeln von Schrott war. Und ein Breitschwert, 100k. Die große, beidhändig geführte Klinge. Diese braucht einen Besitzer, der im Umgang mit Schwertern Erfahrung hat. Und einen ikonischen der Sorte. Das sieht aber auch geil aus. Und mit diesem Drachengriff. Um die Spitze. Zinifia-Schwert. What? 100 Millionen? Ein heiliges Schwert, das einst der Retter der Welt geführt haben soll. Das ist das seltenste, was wir bisher haben. 100 Millionen? Vorher hatten wir 20 Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen. Und jetzt nochmal ein Plusbonus. Jetzt ist es bei fast 140 Millionen. Was zur Hölle? Das reicht, glaube ich, sogar schon für den nächsten Rang. Wir haben noch was. So, ja, den Ball, den ich letztens gefunden habe. Ja, okay. 2,2 Millionen wert? Das reicht halt wirklich schon für den nächsten Rang. Dieses Schwert hat uns komplett gecarried.
Ist das so ein extrem seltenes Item oder was? Rang 10 zu Rang 11, Bronzejäger. Hä? Wieso Bronzejäger? Bist du nicht Goldjäger sein? Wir haben schon die Hälfte vom nächsten. Fehlt ja nicht mehr viel. Unter 50 Millionen. Das würde aber bedeuten, Rang 12 ist wahrscheinlich Silberjäger. Und Rang 13 wahrscheinlich dann Goldjäger. Da gibt es vielleicht noch 14, 15, das war's. Würde ich mal vermuten. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und die nächsten. Die nächsten Idioten. Was machen die da? Spielen miteinander, auch nett. Die fliegenden Freibeuter. Die kennen wir doch. Die haben wir doch schon mal gekämpft. Meine ich. Zu meinen. Oh nein, ey. Das gibt's doch nicht. Was sind die so verdammt stark? Gut, dass ich diese extrem starken Kugeln noch habe. So, der ist tot. Der Krempengrunzer. Weg mit dir. Oh, die starken Kugeln haben uns hier sehr weitergeholfen. Aber ich würde gerne meinen Schatz ändern. Ich muss dieses Schwert hier reintun. Es könnte zwar ein riesiger Fehler sein, aber es könnte sich auch riesig lohnen. Wisst ihr, was ich meine? So ein Ding ist das nämlich. Ach, Leo. Steh auf. Nein, verdammt. Hey. Auf damit. Daneben. Du kriegst jetzt alles ab. Da greif mich an, da greif mich an. Muss ich kurz heilen. Und jetzt. Nein. Mist! Nein, er haut ab! Er haut ab! Was macht der? Wo ist er? Da ist er! Du wirst dafür bezahlen, dass du einfach meine Teammitglieder besiegst, hä? Denkst du, bist cool, was? Bist du nicht. Dann lass meinen Schatz in Ruhe. Finger weg von meinem Schatz! Nice try! Hat aber nichts gebracht! Ja, wie gesagt, ich muss gleich nochmal zurückgehen zum Winterteil. Ich muss gucken, warum das da nicht geklappt hat. Das macht keinen Sinn irgendwie für mich. Nee, es macht irgendwie keinen Sinn. Nice. Ein paar Millionen gemacht. Mann, ich werde reich. Oh, und ins Gewürm müssen wir unten noch rein. Okay, es gibt noch so viel zu tun. Ja, wir müssen generell hier und da und dies und jenes. Oh! Na, wenn das so ist, klar. Tu rein. Wie viel ist denn der Stollerstapel wert? Aber Zenithia-Schwert ist das Seltenste, was wir haben. Da steht auch der Wert. Schaut euch das an! Das war vorher unser seltenstes oder meist wertvollstes Ding. Oder? Nee. Nee, auch nicht. Nee, ich hab Müll gelabert. Was war es denn dann? Ach, du bist es. 22 Millionen. Und das ist einfach über 140 Millionen. Ja, alles klar. Ja, Mann. Looking good. Looking good, Joker. Okay. Neue Bewerber, irgendwas Wertvolles, irgendwas Nützliches, irgendwas... Ups. Irgendwas... Irgendwas, irgendwas. Ja, ein neuer Schatten wäre jetzt nicht schlecht, schätze ich. Aber sonst habe ich hier gar nichts. August. Nee, irgendwie nicht so wirklich. Die sind alle so low level mittlerweile. Ich kann die alle raustun. Auch weil die zum Teil ziemlich cool aussehen. Die sind viel zu schwach. Ich brauche euch nicht mehr. Runhild, Metzler, Düsterchen. Ja, nicht schlecht. Oder, weiß ich nicht. Goldi. Das ist ein richtiger Goldi. Was, den könnte ich vielleicht reintun. Moment. Moment. Dieses Getränk mit der Blume. Das habe ich doch schon mal gemacht. In der Kantine. Merci beaucoup. Nahrung kaufen. Du hast das doch, oder? Du hast das doch. Oder? Mit Katzbeiges Gesicht draus. Ich erst jetzt. Ist es das? Ich meine, das hier wäre das doch, oder? Ich kann eins noch davon machen. Bon Appetit. Wie viel wollt ihr denn? Zwei oder eins? That smells amazing. Ah ja.
Der HC. Anything else? So, soll ich den jetzt mal lieber? Some applications came in. Nein! Das war das Falsche. Ich will was Krasseres haben. Na gut, was soll's. Oh Mann, wow. Oh, den Daily Missions hab ich eine Belohnung bekommen. Ein süßes Banner. Eine Variante des Bahngesellschaftsbanners der Transdrakonische Eisenbahn. Geht doch. Das Emblem der Bahngesellschaft im Stil der Castle Clouds auf pink getupftem Grund ist darauf zu sehen. Ja, das können wir doch rein. Du willst doch richtig süß. Komm, das können wir doch machen. Warum nicht? Wie mache ich das? Oben drücken? Ja. Wer ist gestiegen um ein paar Zentimeter? Blöp. Hier. Schön. Und hier gibt es auch noch ein, zwei Missionen. Mit Kumu-Milch. Ja. Okay. Ich komme, wie gesagt, nochmal um. Oha. Schaut mal, wo ich bin, Freunde. Also, hier ist immer noch nichts. Ich bin jetzt mal hier runtergegangen, weil ich glaube, das ist weiter unten. Wie man hier auch sehen kann. Und schaut mal, was hier ist. Schaut mal, was sich hier zwischen den Dingern versteckt. Ein Ballon, der ist böse versteckt. Ziemlich böse. Aber wir haben ihn gefunden. Und jetzt ist die Frage, muss ich einfach hier irgendwo runterfallen? Aua. Irgendwie muss ich da hinkommen. Aber so wie ich es die ganze Zeit versucht habe, ist scheinbar falsch. Wir müssen irgendwie anders hin. War an den Baum hoch scheint falsch zu sein. Ein Trick. Ich vermute ja mal, dass wir hier so außen rum müssen und dann hier so durch den Wald irgendwie nach unten hier hinkommen können. Ist ja zumindest so eine Vermutung, die ich habe. Also schauen wir mal. Habe ich recht? Knapp. Boah, Alter, wie knapp. Letzte Möglichkeit. Habe ich es noch geschafft. Ja, ich bin gut mit meinen Skillchecks. Nicht umsonst spiele ich DVD. Und... Ihr müsst jetzt endlich verschwinden, Schleimies. Es hat sich ausgesüßt mit euch. Ich habe hier die süße Flagge, den süßen Banner. Nicht ihr. Hey, it's close. It's close. Wo denn? Was? Wo habt ihr denn hier? Oh, Platz. Und du hast einen Ballon. Und wird der uns gesehen? Oh. Aber ich glaube, ich scheine ja richtig zu liegen. Meine Annahme, dass wir runter müssen. How much is this worth? Oh, eine Spitzhacke. Steve hat hier fallen lassen. Nach dem Microfilm. Also ich scheine ja richtig zu sein mit meiner Annahme, dass wir nach unten müssen, weil hier... Das scheint hier wie so ein Weg zu sein. Oh, ey! Dammit! Oh, eine Kiste, die ist wichtig! Besonders belebende Brause! Wow! Kannst du abhauen? Könntest du das für mich tun? Könntest du bitte abhauen? Könntest du das bitte tun? Duldsamkeit. Geduldet dir gar nichts mehr, Mann! Geht doch. Seid jetzt auch mal fertig? Gehen wir in Kämpfen noch? Hier ist doch keiner. So, der. Ah, komm, der kann doch nichts. Angriff! Tschüss. Weg ist er. Weiter in unserem Abenteuer. Sind hier Vögel auf dem Baum? Ein Vogelnest? Oder warum höre ich die zwitschern? Schon wieder. Was geht denn da ab? Und da ist ein Gegner. Ich habe keine große Lust, gegen noch einen von denen zu kämpfen. Ah, okay. So viel dazu, ne? Ne, komm, wir hauen ab. Muss nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Auch wenn wir die Level theoretisch schon tun. So. Ist nicht so schlimm. Hä, bin ich jetzt doch falsch? Hä? Was? Moment. Hm? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Hallo, ich bin da hoch. Boing. Ja. Mann, knapp. Los, da hoch. Das gibt's auch nicht. Komm, bring mich einfach da hoch. Komm schon. Geht dann halt nicht.
suchen wir halt das Treasure, wo nachher so am Geiern seid. Ja, okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Oh. Nein, ich will den Schatz haben. Das ist ja gar nicht. Wo ist denn der Schatz? Ich höre ihn doch. Oder ist es der andere, der falsche Schatz? Ach man, jetzt nerven die wieder. Wisst ihr was? Ich werde einfach ein bisschen umschauen gehen. Das ist ja, glaube ich, jetzt so spannend hier. Schätze ich. Keine Ahnung. Ich finde es immer noch nicht, aber hey, zumindest ist hier noch Metallkönigschleim, gegen den wir auf jeden Fall kämpfen können. Aber hier sitzt auch, das ist direkt unter uns, aber da kann man gar nicht hin. Ich wüsste wirklich nicht, wie man da hinkommen soll. Und oh nein, er haut schnell ab. Und er ist weg. Ah, Mist. Das war ein seltener. Sieht man daran, dass sie so schnell abhauen. Dammit. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ja, schon dein Popo. Nee, wo soll ich hin? Wo soll ich bitte hin? Das Ding ist angeblich direkt unter uns. Aber wie soll man denn nach unter uns? Warte mal. Freunde, ich hab's gefunden. Hä, was, wie kommt man denn normalerweise hier hin? Nee, das will ich jetzt herausfinden. Wie soll man denn normalerweise hierher kommen? Aha. Hier ist ein Ballon. Also man... Warte mal. Ja komm, lass mich los. Man soll normalerweise diesen schmalen Weg hier finden. Ja, ja. Rival-Kampf haben wir vorher erstmal noch. Okay, verstehe. Schlepp. Okay. Und hier ist der Boss. Chaos-Kommandant. Stufe 32? Das geht ja eigentlich noch. Das sieht aber krass aus, der Typ. Speichern wir kurz, weil ich glaube, jetzt kommt gleich absolutes Chaos wegen der Bande, die uns verfolgt. Aber kämpfen wir, komm. Den Kampf schaffen wir. Auf jeden Fall. Der kann uns nichts anhaben. Hab nichts gesagt. Hallo, Heilung. Heilung. Okay, er ist wirklich sehr stark. Wir müssen aufpassen, wie wir hier vorgehen. Aber es läuft gut, es läuft gut. Der mit seiner grünen Rüstung auch. Krass. Schön, die Hälfte haben wir. Angriff! Er ist fast tot, er ist fast tot. Oh. Es ging einfach mal doch schnell drunter. Wir haben es geschafft. Das arme Ding hatte überhaupt keine Chance. Also ich bin mir sicher, dass ich gesehen habe, wie es hier irgendwo eine Schatztruhe fallen ließ. Hm, wo denn? Hä? Katzbalger, was passt denn mit unserem Schatz? Ja, der Schatz gehört mir, wir ganz allein. Ist dein Ernst, Mann? Ich bin mit der festen Absicht angekommen, diese Beste zu zermalmen. Aber als ich eintraf, waren sie bereits bezwungen und die Schatzruhe lag unbewacht in der Gegend herum. Was natürlich bedeutet, dass ihr es zwar wart, die das Monster bezwungen haben, aber ich derjenige bin, der den Schatz bekommen hat. Und das macht mich zum Sieger! Tut mir leid, aber ich hab die Regeln nicht erfunden. Doch, das hab ich. Aber noch ist nicht alles verloren, Eric. Komm zum Hauptbahnhof, keine Schulter, dann werde ich dir ein Geschenk überreichen. Einen Trostpreis sozusagen. Ja! Ernsthaft? Wir kriegen den mickrigen Preis, einfach dass du den krassen Preis hier abstaubst? Aber hier ist noch was. Nicht nur diese Tafel, sondern noch ein... noch ein Bonuspreis. Einen kleinen Schatz, den ich mir noch verdient habe und noch eben mitnehme. Wow. Diese Medaille ist bestimmt viel wert. So. Sag mal, was da steht. Drakonien ist die Heimat unzähliger Monster, aber keine sind so eindrucksvoll wie jene juwelenbesetzten Exemplare, die standhaft Schätze aus erlesenem Kristall bewachen. Gesprochen wie ein Löwe. Oder wie Leo. So, aber Leo sagt auch, ab nach Hause. Und ich stimme ihm voll und ganz zu. Außerdem müssen wir Herr Rappelmann Bericht erstatten, dass wir hier
dass wir hier alle Bahnhöfe erlegt haben. Und das Gebiet so gesehen abgeschlossen haben. Oh Gott, sind die stark. Nein, 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 nein. Machen wir nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich bin gerade abgehauen vor denen. Aber hier ist ein Safe Space so gesehen. Nee, noch nicht. Erst zurück zum Schollensee. Dann gehen wir gleich zur kalten Schulter. So wie Katzbeiger es so wollte. Ich glaube, dann haben wir die komplette Katzbeiger-Saga auch durch. Weil jetzt hat er ja endlich mal einen Schatz gefunden. Und jetzt wird er bestimmt wieder bei Silberbein eingetan als Admiral. Oder? Vielleicht. Könnte auf jeden Fall sein. Hallo. Oh, wunderbar. Du hast erledigt, worum ich dich gebeten habe. Und alle Bahnhöfe auf dem Winterteil wieder einsatzbereit gemacht. Unser Gründer und Forscher, Herr Urban, wäre sicherlich voll erfreut davon zu erfahren. Er war ein großartiger Mann. Er hat die gesamte Firma und dazu auch noch die gesamte Eisenbahn aus dem Nichts aufgebaut. Ich weiß, es ist ein einziger Mann, so etwas schaffen, ein Eisenbahnnetz zu bauen, das jede Insel durchzieht. Er würde sich gewiss nicht scheuen, zuzugeben, dass er Hilfe hatte. Es geht das Gerücht rum, dass der mächtige goldene Souverän ihm unter die Arme gegriffen hat. Auch bei ihm weiß man leider nicht, wo er sich aufhält. Er und Herr Urban waren zur selben Zeit plötzlich weg, kurz nach dem Verschwinden von einer Dorada. Die vielleicht die Leichen unten beim Drachenkopf? Anyway. Wie auch immer, es führt zu nichts, sich mit der Art melancholischen Geschichten aufzuhalten. Wir sollten feiern. Hier ist die versprochene Belohnung. Aha, und das wäre? Ein Flügel, richtig regenerierende Reisbällchen, okay. Und eine Statue von Herrn Blechheimer. Oha, eine Statue von Herrn Blechheimer, dem Schaffner, Chefingenieur und de facto Vorstand der Transrakonen Eisenbahn. Der Typ hat's gebracht. Der Typ hat sowas gebracht, Leute. Er hat eine eigene Figur von sich. Und damit wären wir mit dem Wasser durch. Schön. Schau euch das an. Nur noch zwei Gebiete, die wir machen müssen. Und dann sind wir fertig. Was geht denn hier eigentlich alles ab? Ja, Katzbarger reden. Das ist ein Gewirr. Das ist ein Gewirr. Die sind nicht so wichtig. Einen schönen Ausblick finden. Da kann ich kurz hin. Und schauen, was Briesela macht. Hm? Und Schwarters Bericht. Anzeige. Ja, das ist das letzte Bahnhof, den wir auch noch machen müssen. Oh, stimmt. Wir können den defekten mechanischen Meuchler wieder zum Leben erwecken. Bin gespannt, was das bringt. Und ich glaube, das war's. Dann hier noch ein paar Sachen. Die mache ich dann einfach. Gut. Wo ist das Ding? Das Terminal. Hier. Gehen wir erstmal schnell zu Katzbeiger, bevor ich es wieder vergesse. Holen wir unsere Belohnung ab. Wir haben nicht noch zwei Slots. Bei unseren Schatzdingern. Ja, wenn ich gerade beim Hitzegrad bin, dann mache ich auch eben noch dieses mit dem der schönen Ausschau. Ich weiß nicht genau, welche Mission das nochmal war, aber haben wir es eben. Wenn wir gerade hier sind. Macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Oh, hallo! Du wohnst hier wohl, du magst die Wärme, habe ich gehört. Das Meer und deshalb sind wir den Weg nicht entscheidend, sondern nur das Meer! Und die Antwort lautet nicht! Da! Da könnte meine autoritäre Schatzjäger jetzt noch in Frage stellen! Kapitän Silberbein bestimmt nicht! Er wird mich mit Handkuss wieder aufnehmen, wenn ich ihm meine jüngste Beute präsentiere! Ich kann es kaum erwarten, die Gesichter seiner hochmäßigen ersten Offiziere zu sehen, wenn ich zu ihrem Vorgesetzten ernannt werde! Admiral Katzbeiger sprintet gen Horizont, so schnell ihn seine kurzen Beinchen tragen können. Doch schon bald kommt er wieder angetrottet, niedergeschlagen, entmutigt und untröstlich. Ich habe Kapitän Silbermann meinen Schatz gezeigt. Zu Füßen gelegt habe ich ihn ihm. Ich dachte, er würde mir dafür danken. Aber er hat mich abgewiesen. Er sagte, ich sollte ihm nie wieder mit solchen Unrat aus den Augen treten. Mit diesem Schatz sollte ich mir meinen Platz bei den fliegenden Freibeutern zurückholen. Was habe ich nur falsch gemacht? Sei froh, bitte nimm du dieses Ding einfach, Eric. Ich ertrage seinen Anblick nicht mehr. Also kriegen wir doch den Schatz, der uns eigentlich gehören sollte. Und zwar ein Flügel, Nadiria-Schwert. Ein Schwert, das unmöglich vom Boden aufzuheben ist, als sehnte es sich danach darin zu versinken. Okay. Und ein Miniaturbaum. Ein Modell eines gewaltigen Baums, der auf dem Drachenschädel steht. Katzbarger hat es von einem seiner Schergen anfertigen lassen, weil er von den flügelförmigen Blättern so angetan war. Also das ist eigentlich der Schatz gewesen, okay. Der Miniaturbaum war das, was er uns sowieso schenken wollte.
Ja, tut mir leid, Mann, dass du nicht angenommen wurdest. Ich weiß auch nicht, was ich dir tun soll. Ich kann, glaube ich, auch nicht helfen. Die Frage ist jetzt so, wie es für mich weitergehen soll. Du kannst mir nicht zufällig einen Rat geben, Edith? Also bist du mit deinen Ohrlein? Okay. Oh, Erwin, du musst kommen, damit ich an meinen Wald klagen kann, nicht wahr? Wer im Himmel sei Berg, ich habe sonst niemanden mehr, nachdem der Kapitän mich hinaufgeworfen hat. Würdest du mir und der alten Titan willen, die Ehre erweisen, an einer letzten Schatzsuche teilzunehmen? Als ob es noch eine Quest gibt. Are you ready? Are you ready? Es gibt da ein Kleinod, das nur darauf wartet, von mir gefeuert zu werden. Also, hast du das auf die Jagd? Okay. Ah, da machen wir es wieder. Danke, Erwin. Du musst bestimmt erfreut darüber sein, dass ich die Regeln bereits festgelegt habe. Sieger ist, dass er als 5 verschiedene Kristallobjekte sammelt. Aber damit es gerecht zugeht, gebe ich einen Hinweis. Kristallobjekte befinden sich oft im Besitz von Monstern, die selbst aus Juwelen bestehen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du raus so 5 verschiedene gesammelt hast, okay? Oh, wie viel habe ich jetzt? Does this mean... Warum hast du? Zeig sie mir! Oho, du hast es geschafft! Ah, nee, nein. Unverständlich. Ah. Okay. Wir sollen für. Steinerte oder kristallisierte? So kristallisierte Gegner finden. Oh Gott, wieso kommt denn jetzt wieder dieses Trupp? Nee, dann mache ich jetzt schnell noch eben meinen Schatz weg. Lass uns kurz unseren Schatz auswerten, dann cutte ich einfach zu den Orten, wo wir hin sollen, weil jetzt kommt wieder dieses böse Team und. Nein, darauf habe ich keine Lust. Nein, darauf habe ich keine Lust, das kann ich mir sparen. Gehen wir schnell zurück. Wir haben ja plenty of time, super viel zu tun und macht das Editing macht sonst möglich. Dass es auch nicht zu langweilig wird. Ja, haha. We're back. Wir sind back. Back again. What Schätze sind da. Here? Tell a friend. What kind of treasure is it? Krassen Treasure. Eine goldene Spitzhacke. Kann man nicht benutzen. 2,3 Millionen, eine unschätzbar wertvolle Hacke aus purem Gold. Wow. Hey, ein Schator einer sauren Gurke, oh, den kenne ich noch. 60k. Und hi, warum schickst du mich? Was soll das? Schator von Kobe. 2 Millionen, Schator eines fröhlichen jungen Mannes, der mit seiner Schwester und einer Menagerie an Monstern auf Reisen ging. Nicht abgeholter Beutel. Was? 100k, ein Paket, das ein Händler von einem alten Mann bekam, der eine Stadt in den Ebenen östlich von Alweyer bauen wollte. Leider kehrte der Händler nie zurück. Und eine Klaubolero. Boah, 2,1 Millionen. Clevere Kleidung, die magische Angriffe von außen absorbieren kann. Ja, stimmt, das haben wir noch unten gefunden. Ein Benefizit. 1 Million oder 1,4. Die Großzügigkeit und Barmherzigkeit der Menschheit. In konzentrierter Kristallform. Ah, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Weiß, was es ist. Krass. Und noch die Sachen von Katzbalger. Oh ja, und von... Wörterteil. 3,9 Millionen ist er wert. Das Ding ist 3,8 Millionen wert. Und der eigentliche Schatz. Seht mal, das ist Schwert. Das ist einfach eine schlechtere Version von dem, was wir ausgegraben haben. Seht ihr das? 500k nur. Naive Sammler-Achievement. Für die Gutachtung von 10 Schatzimitaten. Okay. Wow. Mit diesem Billigschatz wolltest du Admiral, wie hieß er? Silberbein beeindrucken? Das ist ziemlich traurig, Mann. Also. Nein, da gibt's nichts anderes zu sagen. Das ist einfach ziemlich traurig, Mann. Ich bin fast da, aber schau mal, was ich hier sehe. Ein Rubin-Golem. Den habe ich noch nie gesehen. Wir müssen ihn bestehlen. Und wie cool wäre das, wenn wir den im Team haben würden. Fahr mal deinen Hut. Der hat eine Krone, glaube ich. Okay, warte, bevor wir ihn jetzt versuchen. Ja, ja. Okay, langsam. Wir wollen ja stibitzen. Das ist ja unsere Mission wegen Katzbalger. Wir sollen 5-mal stibitzen von so einem Gegner. Jetzt! Der hat einen kompletten Schatz! Ah, warte, stopp! Vorsicht, den killen! Bitte! Er war so cool beim Team! Ja!
Vielleicht kriegen wir ihn ja in unser Team. Ey, das wäre so cool, ehrlich. Ja, keine Ahnung, da schaffst du es. Aber vorne bei dem Henker da ist unser Zielort. Bei den Kakteen. Nicht? Oh ne, da unten. Ich glaube beim Kakteen. Nö, scheinbar nicht. Dann müssen wir hier ein bisschen rüber. Ach, da unten. Warum denn da unten? Oh, das ist das falsche Ziel. Ich meine, das wäre es. Soll ja so eine schöne Aussicht finden. Mal schauen, ob die das hier ist. Ja, klettere auf die Klippe eines... Ja, das ist eine schöne Aussicht. Hat doch was. Das war's? Ja? Kann ich gehen? Achso, ich muss noch gucken, was Briesel da macht. Stimmt, habe ich vergessen. Ja, sonst ist ja nur Gewirre, die man mich machen muss. Wait, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, Treppe. Oh, so soll man hier eigentlich... Oh. Und hier ist der Bahnhof, oder? Nee? Wo bin ich? Waren wir hier schon mal? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir hier schon mal waren. Das hat aber was. Das Gebiet hat was. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Gut, hier gibt es jetzt auch nichts krasses Besonderes, aber... Trotzdem, schön nochmal hier gegen Ende hin was Neues entdeckt zu haben in einem alten Gebiet. Das hat doch was. Ja, ich hau jetzt mal ein bisschen ab, ne? Also hier soll irgendwo Briesela sein? Hab's aber nicht gesehen. Oh, da steht hier. In ihrem Gefährt. Oh, hallo. Oh, hallo, Eric. Wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Ich denke, du mir schon so sehr geholfen hast, sage ich das zwar nur sehr ungern, aber ich konnte den Schatz immer noch nicht finden. Ich hatte gehofft, er wäre irgendwo hier in der Gegend, allerdings weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber da bist du. Ist mir gerade was eingefallen. Hättest du kurz Zeit, Eric? Ich habe mich gefragt, ob du Lust auf einen Kampf gegen uns hättest. Ja, ich brauche Training. Isabella ist bestimmt ein mächtiges Monster, aber ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich sie am besten einsetzen soll. Wenn ich gegen dich kämpfe, würde ich bestimmt eine Menge lernen. Also sag Bescheid, wenn du Lust hast. Ein Kampf gegen Briesela? Also jetzt nochmal einen richtigen Kampf? Okay, klar, let's go. Are you up for it? Are you up for it? Ja, Mann. Super, suchen wir uns eine Stelle, an der wir reichlich Platz haben. Dann halte ich nicht zurück, okay? Werde ich nicht. Und ich kann jetzt schon sagen, das ist keine Chance. Wozu habe ich gespeichert? Ihr seid ja Nullnummern. Oh, das tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Ich meine, schaut euch mal deren Level an. Oh nein. Die hatten niemals eine Chance. Du schaffst das. Ja, genau. Du schaffst das. Ja, ich schaff das. Sie folgt mich an, weil sie so eine nette Freundin ist. Yeah. Von sowohl Eric als auch Mida. Aber Mida ist nicht da. Sie ist weg. Und das Draco-Vieh wird so gut wie. Komm, jetzt verschwinde endlich. Komm, boom. Gewonnen. Was ist das für diese Tasche? Nö. Nur ein Banner, den wir entfernen. Oh, ich hätte das schon viel früher beenden können. Wir mussten gar nicht besiegen. Hab ich vergessen. Egal. Brumm, Briesela und Co. Erneut besiegt. Das ist keine große Sache. Machen wir keinen Fass auf. Ah, tja. Du hast mich fair besiegt. Aber trotzdem habe ich eine Menge gelernt. Hier, bitte ein kleines Dankeschön dafür, dass du gegen mich gekämpft hast. Oh, wir kriegen hier sogar was. Ein Flügel wahrscheinlich. Und? Oh, Statue von Isabella und Ariel. Eine Statue von Briselas treuen Gefährten Isabella und Ariel. Cool. Weil auch immer du dich gefertigt hast, danke. Dass du jetzt einfach umschenkst. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, dass Ariel und Isabella als Team arbeiten. Das ist alles ihre Schuld. Beim Kämpfen geht es nämlich nicht nur um rohe Gewalt. Tut mir leid, dass ich dich so enttäuscht habe. Ariel? Jetzt reicht es aber, Ariel. Isabella hat ihr Bestes gegeben. Vergiss nicht, dass das für sie alles noch Neuland ist. Du bist einfach viel zu weich. What? Was? Nein, bin ich nicht. Du bist viel zu streng. Du musst mit neuen Rekruten ein bisschen nachsichtig sein. Ach, verdammt. Also ist das jetzt alles meine Schuld. Ja, dann sieh doch zu, wie du ohne mich klarkommst.
Ariel? Ariel, warte, Ariel! Oh, dear. Ah, du liebe Güte, wenn sie doch nur wüsste. Der Schatz, den ich die ganze Zeit suche, ist ein Monsterjuwel. Die gibt es in allen möglichen Formen und Größen. Jede Monsterspezies ist für andere gut. Und ich dachte mir, es wäre doch nett, Ariel ein Drago-Juwel zu schenken. Sie war immer für mich da, von Anfang an, aber jetzt ist sie... Aber wenn ich ihr das Juwel besorge, kommt Ariel vielleicht wieder zurück. Ach. Tja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Damn. Das war unangenehm. Da wollte ich eigentlich nicht mit drin stecken. Aber das hatte ich jetzt irgendwie so ein bisschen. Okay. Freunde. Fürs nächste Mal heißt es dann. Hä, was? Ist doch ein schöner Ausblick. Ach, dieses Ausblick finden ist nur eine Tagesquest? Naja, okay. Ich musste so oder so zum Hitze gerade, aber das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Das ist wirklich einfach nur so ein tägliches Ding. Alright. Freunde, beim nächsten Mal machen wir einige Sachen. Drachenschädel, Missionen, hier gibt's haufenweise Missionen, die wir da machen werden. Und bestimmt noch vieles mehr.